Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier im Sons of the Forest. Wir sind an der Wartungsbunker 1 oder Wartungsbunker A. Wir haben hier gespeichert und jetzt betreten wir den Bunker. Was haben wir denn hier drauf? Hier haben wir da auch wieder Drucker. Harz, was wir nicht mitnehmen können. Alles klar. Wir schlüpfen jetzt mal in den Bunker rein. Noch kein Betrieb hier. Wundert mich. Und runter geht's. So. Das Ding, das Navi kann ich jetzt mal weglegen. Das hat sowieso keinen Empfang hier. Wie spät haben wir's? Das sehen wir noch. 10.19 Uhr. Munition. Nehmen wir mit. Haben wir denn hier vorne irgendwas? Taschenlampe an. Ja, hier stehen da Kisten. Feuerlöscher können wir nicht mitnehmen. Und da sind wieder Glühbirnen drin und Draht. Alles klar. Glühbirnen können wir nicht mitnehmen. Batterien können wir auch nicht mitnehmen. Und die Plane können wir aber mitnehmen. Alter, was ist unsere Erkenntnis daraus? Wenn wir auf Tour gehen, müssen wir unbedingt unser Inventar leer machen. Sonst, außer Klebeband, oh, hier ist ein schöner Schrauber, den können wir nicht mitnehmen. Was ist hier drin? Ne? Ach, was zu trinken, ne? Das können wir gleich mal reinhauen, das Ding. Und ab in die Ecke. Ah, die Babys hier vorne. Weg mit euch. Noch was? Ein Solarpanel, was wir auch nicht... Noch ein Solarpanel. Also hier, da müssen wir her ohne... Da müssen wir wirklich leer machen. Rad können wir mitnehmen. Den Wein können wir auch nicht mitnehmen. Den guten Tropfen. Ich werde auch mal so einen guten Tropfen trinken. Was haben wir hier oben? Glühbirnen können wir nicht mitnehmen und Druckerharz können wir auch nicht mitnehmen. Hier liegen ja Glühbirnen rum, wie verrückt. Haben wir noch irgendwas? Musik höre ich. Ist hier drin bestimmt wieder irgend so ein Plattenspieler. Also unsere Batterien sind bald hinüber. Da können wir nachher, wo war das? Hier vorne. Genau, die Batterien dort vorne noch mitnehmen. Ich lasse die jetzt mal runterdüdeln, die Batterien hier. So, was finden wir denn hier? 2 Stück Fleisch. Vergammeltes Fleisch brauchen wir nicht. Cornflakes nehmen wir mit. Die Kaffeemaschine, die könnten wir auch gebrauchen. Hier haben wir einen Laptop, seht ihr's? Den müssen wir jetzt. Neuer entdeckter Bunker, Lebensmittelbunker. Alles klar. Seht ihr's? Jetzt haben wir den Lebensmittelbunker. Diesen Food and Dining Bunker. Und hier haben wir nochmal. Hier können wir nochmal drucken. Was können wir uns denn drucken? Wir schauen mal rein. Wie viele Bolzen haben wir genug? Kohlefaserpfeile haben wir auch genug. Wir können uns nichts weiter drücken. Tech. Tech-Rüstung können wir drucken. Das können wir drucken.
Genau, das werden wir auch machen. Wir nehmen uns noch ein bisschen Tech-Rüstung. Ich habe da eigentlich, ach, das habe ich schon ab, die habe ich abgelegt. Alles klar, alles klar. Die Tech-Rüstung, die habe ich abgelegt. Oder dieses Mesh, so nennt man es eigentlich. Das Mesh. Hab Nudeln immer mit. Die sollst du nicht gleich futtern. Naja, ist es, du kannst sowieso was vertragen. Alles klar, gut. Wo ist der Drucker hin? 850 Milliliter haben wir einstecken. Das haben wir aufgefüllt. Und jetzt wollen wir die Trinkflasche, können wir ja nicht drucken. Wir können ja keine Zwehe mitnehmen. Ist auch blöd, dass wir keine Zwehe mitnehmen können. Eine Maske, die brauche ich nicht. Enterhaken, Mesh, das nehmen wir mit. Auf alle Fälle können wir da dreimal drucken. Und von in den Wartungsraum dort hinten hat man auch noch mal. Oben ist ja auch noch Druckerharz. Alles klar. Ah, hier ist die Rüstung, die kann man rausnehmen. Jetzt tun wir nochmal eine drücken. Und wir geben nochmal den Druckauftrag aus. Und gehen erstmal inzwischen hier runter und holen uns Druckerharz. Ja, bitte, hier haben wir doch Druckerharz. Das können wir schon mal wieder mitnehmen. Doch, was ist hier los? Wo kommt denn die jetzt her? Die alten Stinker. Nehmen wir mal die Axt, nicht so viel Mumpeln vermehren hier. Musst du mit allen rechnen, da kommen die dann urplötzlich mal aus einer Ecke gekrochen. Diese alten Viechter. So. Ist fertig. Wir haben noch 499. Da machen wir nochmal ganz schnell nochmal eine Rüstung. Da haben wir uns jetzt 4 Stück gedruckt, oder? Ja. 249, das reicht uns nicht für die nächste. Da brauchen wir 250 Milliliter. Nein, wir. Hat man dort vorne auch noch mal Druckerharz? Ich schau mal nach. Auf alle Fälle hat man hier die Batterien, die können wir mitnehmen. Die Glühbirnen können wir nicht mitnehmen. Das war's. Also gut, alles klar. Nein, wir wollen noch nicht nach oben. Nein, wir wollen noch nicht nach oben. So, jetzt gucken wir erstmal hier unten noch die. Handeln rum. Aber auch nicht. Hier ist noch ein Laptop. Können wir den auch aktivieren? Nee. Da können wir nichts machen an diesen. Nee, gut. Die Verlängerungsschnur können wir gebrauchen. Und den Heimtrainer. Oh. Der hat auch schon bessere Tage erlebt, denke ich mir. Im Logos finden wir auch nichts. Oh ja, gut, hier ist auch nichts weiter, was wir mitnehmen könnten. Duschen können wir auch nicht. Könnten wir uns auch mal. Zahnbürste kriegen wir auch nicht.
Gut, hier ist nichts weiter jetzt. Ach ja, gut, das druckt das nicht fertig. Das war meine Schuld jetzt. Es fehlt ein Milliliter. Oder ist es fertig? Es ist fertig. Das hat es nochmal mitgenommen. Alles klar. Er hat nochmal 651. Alles klar. Gut. Er hat sich nochmal bei uns bedient. So, alles klar. Jetzt haben wir hier nichts weiter. Haben wir alles abgestöbert. Glühbirnen können wir nicht mitnehmen. Solarpanel können wir nicht mitnehmen. Also wenn wir auf die nächste Tour gehen, unbedingt Taschen leer machen. So, jetzt nehmen wir aber oben auf dem Golfwagen nehmen wir noch das Druckerharz mit. Das dürfen wir nicht vergessen. So, das war's dann. Wir haben jetzt den Bunker, den Footbunker freigeschaltet. Das war der Kelvin, alles klar. Ich habe gedacht, hier ist irgendwas. Kommt, Taschenlampe weg. Licht weg. Das ist ein Stein. Warum liegt hier ein Stein rum? Weg damit. So, wir nehmen mal wieder unsere Schrotze in der Hand. Ist mir sicherer. So, jetzt ist die Frage, gehen wir gleich zum Footbunker oder gehen wir jetzt zurück? Ich würde dafür plädieren, dass wir jetzt zurückgehen. Denn, obwohl der Footbunker ist nicht weit. Der ist nicht weit, das ist der dort oben. Jetzt blinkert er, alles klar. Jetzt ist er freigeschaltet. Da haben wir ja auch daneben eine. Wir entscheiden das so, wir gehen jetzt mal hoch zu diesem Bunker. Genau. Wo ist Kelvin? Komm, Kelvin. Komm, mein Freund. Wir machen unseren Winterspaziergang weiter. Wir gehen jetzt hoch zu diesem Bunker. Und schauen, was wir dann noch mitnehmen können. Aber in diesem Bunker sind doch Paftens. Und mit denen wollte ich mich eigentlich noch nicht anlegen. Ja, wir schauen erstmal, was wir hier noch finden, ob da noch irgendwas ist. Bevor wir in den großen Ballsaal kommen. Ich glaube, das war ja in dem Dining-Bunker, oder? Liege ich da vollkommen falsch? Nee, das war dort. Wir haben auf alle Fälle dort einen Speicherpunkt. Den haben wir uns schon angelegt. Hier Obacht geben. Da unten ist ein Lager, ein Kannibalenlager. Das ist aber leer, oder? Komm, Kelvin, wir gehen mal dort rüber. Jetzt denken wir mal raus. Da ist niemand da, aber ein Haufen Kisten sind hier. Obacht geben, Obacht geben. Glühbirnen, Glühbirnen, brauchen wir nicht. Können wir nicht mitnehmen. Druckerharz. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier haben wir noch mal eine Kiste. Druckerharz. Und das war's.
Nee, ach ja, ist gut. So, können wir das zerlegen hier, das Zeug? Nee, können wir nicht kaputt machen. Warte. Und in ihre Hütten? Das können wir aber zerlegen, alles klar. Das geht nicht zu zerlegen. Oh, Portemonnaie. Gut. Eine Plane. Und das zerlegen wir. Alles klar. Gut, Kelvin, wir gehen weiter. Wir nehmen wieder unser. Darunter wird's marschieren wir. Wir haben jetzt 11:30. Das werden wir bis Mittag schaffen. Rotze in der Hand. Und das ist Richtung. Halb zwei. Ich tue das Ding mal aus der Hand. Naja, zwischen 1 und 2, halb zwei würde ich sagen, ist der Richtung. Ja, das ist noch ein ganz schönes Stück. Alles klar. Muss wohl meine Flinte gleich mal nachladen. Ah, habe bloß 2 Schuss verwendet. Alles klar. Hier lang. Komm, Kelvin. Jetzt haben wir uns aber ganz schön vom Weg täuschen lassen. Also, unser Ziel liegt auf 3 Uhr. Naja, ist fast 3, alles klar. Wir haben sogar schönes Wetter für unseren Winterspaziergang. Die Sonne scheint. Besser kann es ja gar nicht sein. So müssen wir mehr hier lang. Alles klar, wir müssen unsere das kann ja jetzt nicht mehr so weit weg sein.
Hier muss es doch sein, oder? Da vorne ist es. Ich sehe es schon. Wo haben wir da unser Zelt? Habe ich das unten drin stehen? Das kann natürlich sein, dass ich es unten drin stehen habe. Und warum finden wir erstmal gar keins? Nö. Hier oben ist erstmal nichts. Hier habe ich kein Zelt aufgestellt. Und da muss ich das unten drin haben. Alles klar, meine Freunde. Ich kriege mal hier unten rein. Ich hab doch hier vorstellen. Ich guck mal nach, das gibt's ja gar nicht. Das Licht weg. Das drücke ich noch mal. Doch, da muss inne. Da muss eine Plane irgendwo stehen. Noch weiter weg. Wieso ist das so weit weg? Hm? Verstehe ich jetzt nicht so richtig. Hier soll eine Plane stehen. Ne. Also steht es doch unten drin irgendwo. Ich müsste ja jetzt direkt... Hier ist der Kelvin. Versteckst du dich? Ich müsste ja jetzt direkt in meinem Zelt stehen. Und hier ist keins. Alles klar. Also muss ich es doch irgendwo... Wo soll ich denn das da unten aufgestellt haben? Hm. Naja gut. Muss aber dann irgendwie so sein. Wenn es hier ein Haus anzeigt, das müsste ja ein Zelt von uns sein. Und es ist keins da, da muss es ja, kann es ja nur unterirdisch sein. Oder das Spiel will uns veralbern. Hier sind die Karren, die Golfwagen. Und hier haben wir nichts. Also gehen wir wieder rein. Alles klar. Ding raus. Taschenlampe an. Und rein. So. Was haben wir in der Hand? Wir müssen jetzt hier runter. Genau. Da runter müssen wir. Zack. Jetzt kommen wir ja hier irgendwie. Hä? Ach, das ist ein Plus. Los, paar Fledermäuse. Hier müssen wir jetzt rein. Und hier haben wir... Naja, gut. Fängt uns ja nichts an. Also, Abstieg. Abstieg in die Hölle. Also, auf alle Fälle ist hier hinten offen. So, hier können wir... Die Speckstücke mitnehmen. Kappnudeln können wir mitnehmen. Das ist zwar Ramen, ich sage immer Kappnudeln. Ach ja. Was haben wir hier? Fleisch.
Das kriegen wir schon nicht mehr. Aber den Riegel kriegen wir mit. Bum, bum. Die Cornflakes können wir mitnehmen. Die Austern nehmen wir mit. Was ist hier unten? Ist nix. Dann haben wir hier die Speckstücken. Die sind doch nicht da. Doch, hier vorne liegen sie. Da liegen die Speckstücken. Gehirnstück. Oh. Steakstück. Hier haben wir auch nochmal. Die kriegen wir doch auch nicht mit, oder? Kriegen wir die Bolzen mit? Nee. Immer nicht, aber der hat jetzt seit neuestem, hat er jetzt hier eine Nachricht. Artefakt 1. Alles klar. Die Calling. Gut. Vom 1. Juli. War erst vor 4 Tagen. Gut. Ich räum's mal weg. Weg damit. Gut. Die Bolzen kriegen wir nicht mit, weil wir genug haben. Bei dem Kollegen kriegen wir auch keinen Bolzen. Ne, alles klar. Armbrustbolzen können wir nicht so viele tragen. Hier sieht's aus wieder wie im Schweinestall. Wie im im Kannibalenschlachthaus. Ach, ja, ja, was ist das? Hier haben wir nochmal. Nein, du sollst nicht schießen. Speckstück, Speckstück. Was ist das? Ich wüsste jetzt nicht, wo wir hier unten ein Zelt aufgebaut haben sollten. Aber ich glaube, hier kommen Mr. Finger, ist glaube ich hier unterwegs irgendwie. Aber wir können uns ja ein Zelt aufstellen. Hier unten. Hier stecken auch wieder Pfeile. Können wir auch nicht mitnehmen, alles klar. Man kennt es aber aus der Wand ziehen. Ach, hier findet man ja jetzt die Armbrust. Wir können auch bloß eine Armbrust mitnehmen. Ja, das die kriegt man gar nicht. So, und jetzt gefuttert. Die haben wir nämlich schon, die Armbrust. Also brauchst du auch nicht auf die Rettungsinsel. Du wirst keine zweite Pistole kriegen. Das war früher mal, dass du hier eine zweite Pistole konntest du der Virginia eine geben und du konntest selber noch eine schleppen. Aber das geht nicht mehr, dass du dich mehr oder weniger doppelt bewaffnest. So, also gucken wir mal, was hier los ist. Hier müssen wir ja jetzt irgendwie, glaube ich, den kriegen wir auch nicht. Die Salatköpfe wollen wir auch nicht. Aber ich glaube, wir bauen uns jetzt mal hier. Wir schauen erstmal hier rein. Hier ist eine Kiste. Eine Uhr. Noch eine Uhr. Was haben wir mit Energieriegel haben wir gekriegt? Also die Kiste. Hier ist nochmal Druckerharz. Waren die schon immer hier die? Oder sind die neu? Also das, die sagen mir irgendwie nix. Wieder Uhren und Energieriegel. Klebeband und C4.
Ja, jetzt müssen wir hier jetzt müssen wir hier schwimmen. Und da geht es jetzt weiter und das tun wir uns heute aber nicht an. Ich schmeiß mir hier eine Plane her. Ich hoffe, das sind hier können wir sie doch perfekt. Klar. Weg damit den Knüppel drunter. Ich hoffe, dass das hier geht. Ja, was? Nee, Quatsch. Machen wir doch nicht so. Machen wir doch so. Basteln wir hier auch noch einen drunter, dann sieht das ordentlich aus. Man sollte halt in dieser Aktion die Schrotflinte aus der Hand legen. Ich habe zweimal geballert. Eins, zwei Schuss, genau. Alles klar, meine Freunde. Wir gucken noch mal, wie. Wir können bloß gucken, 13.12 Uhr. Alles klar. Wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder. Da erkunden wir hier den Rest des Bunkers. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht auf die Paftens stoßen. Das wäre dann fatal. Wenn das so ist, dann müssen wir sehen, wie wir das Beste draus machen. Alles klar, meine Freunde. Ich sage jetzt mal bis zur nächsten Folge.